Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für die nächste Wahlkampffolge und diesmal sind wieder, oder na okay, warte mal, der Justice und ich sind immer dabei, diesmal ist wieder 60 Sekunden Kino mit dabei. Hello, ihr kennt mich ja schon vom DreamWorks Talk, Podcast, Wahlkampf, I don't know. Und ja, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, erneut mit euch zu quatschen und zu diskutieren und mich von Elias Elan zu überzeugen. Ey, er nimmt das viel zu ernst. Ja, absolut. Ey, Kung Fu Panda war auch schlechte erste Aufnahme, da war ich mit zu viel Herz dabei. Aber okay, Pizza könnte auch so weit gehen. ja, okay, ihr habt gerade schon gehört. Thema ist heute, was ist der beste Pixar-Film? Kurze Erklärung wieder für alle, die das Format nicht kennen. Gleich hat jeder 90 Sekunden Zeit, seine Antwort auf die Frage, was ist der beste Pixar-Film, vorzustellen. Dann haben wir so circa 20, 25 Minuten Zeit zum Diskutieren. Und am Ende stimmen wir ab und jeder gibt einen Pick, aber halt nicht seinen eigenen. Und dann haben wir am Ende die richtige Antwort, was der beste Pixar-Film ist. Gut, dann losen wir direkt aus, wer anfängt, oder? Ich mach Elias und Elias hat die 1. Okay. Ey, ich hab gar keine Notizen. Ich bin richtig nervös. Oh, weil ihr habt letztes Mal so richtig einen Text abgelesen, habe ich das Gefühl gehabt. Das ist mal ganz krass. Ich würde sagen, ich mache mich als nächstes. Ich habe die 2. Okay. 1, 2, 3. Das ist. Let's go. Walt Disney hat einmal gesagt, viele Menschen nehmen es nicht ernst, aber Zeichentrick ist dem Realfilm in vielem voraus. Seine größte Stärke ist wohl, dass Fantasie keine Grenzen hat. Wohl kaum ein Studio lebt diese Worte so aus wie Pixar. Ob sprechende Spielzeuge, starke Superhelden oder verrückte Monster, Pixar hat wirklich alles gemacht. Umso ironischer ist es, dass ihr bester Film eine eigentlich ganz simple Geschichte ist. Eine Geschichte, in der es nicht um die Weltherrschaft, Leben und Tod oder den Kampf zwischen Gut und Böse geht, sondern einfach nur darum, ein tolles Essen zuzubereiten. Ich spare mir hier also alle weiteren Worte. Ratatouille ist ein Film, den du gesehen haben musst. Und wenn du ihn gesehen hast, dann habt ihr beide und wir alle eigentlich keine andere Wahl, als für diesen kleinen Koch und das beste Ratatouille aller Zeiten zu stimmen. Okay, stark, 50 Sekunden. Ja, stark. Ja, war ein kurzer. Krasse Ansage. Dann wär's okay. Als nächstes? Ich bin als nächstes. Der Justice. Okay, gut. Stoppst du dir selber oder soll ich? Am besten du, ich hab das nicht im Blick. Okay, easy. 1, 2, 3 und bitte. Was macht Pixar-Filme aus? Ein oft nahezu perfekter Animationsstil, eine gute Story, Emotionen, ja, ja und ja. Und all das hat der Film, den ich euch heute mitgebracht habe. Viele Leute lieben Autos, aber Autos eine Persönlichkeit zu geben und sie zu liebenswürdigen Lebewesen zu machen, ist eine kreative Meisterleistung. Eine Storyline, wie man sie mit Menschen nicht besser hätte machen können. Ein Profisportler, der das Leben eines Superstars lebt. Er hat alles. Berühmtheit, Geld, Ehrgeiz. Den Ehrgeiz, der Größte zu werden. Doch durch unglückliche Umstände landet er in einem kleinen, heruntergekommenen und verschlafenen Städtchen und sieht, dass er eigentlich nichts hat. Keine Freunde, keine wahre Liebe und kein echtes Herz für seinen Sport. Auf einer langen Reise und am Ende einer großen Charakterentwicklung steht ein gestandenes Auto, das einen besten Freund, eine Freundin und ein Idol gefunden hat. Einer, der den großen Sieg für seine Ehre opfert. Cars 1 hat für Pixar neue Maßstäbe gesetzt und das Animationskino auf eine neue Stufe gestellt. Cars 1, der letzte echte Pixar-Film, bevor Disney Pixar kaufte und der beste Pixar-Film aller Zeiten. Okay. Auch stark. Ja, und jetzt muss ich ohne Skript da irgendwas raushauen. Komm mal raus. Also. Deine Zeit startet jetzt. Walt Disney hat einmal gesagt, nein, Spaß. ja, der beste Pixar-Film ist für mich auch ein Film, der im Grunde komplett einfach ist, der keine krassen Twists braucht, der kein Multiversum macht oder sonst irgendwas, der aus ganz wenig Charakteren besteht und eigentlich ja nur ein richtiges Set-Piece hat, und zwar den Ozean. Und ja, die ganz simple Story, ein Vater sucht seinen Sohn. That's it. Das ist für mich der beste Pixar-Film mit Findet Nemo oder Finding Nemo, der so viel Herz hat, der solche relatable Figuren hat, der visuell beeindruckend ist, der auch extrem schwer war zu produzieren, der eine super Musik hat und der einfach
nicht nur oberflächlich sein kann, sondern auch eine Tiefgründigkeit hat, sowohl für die Figuren, als auch wenn man als Erwachsener draufschaut, dann kann man das Ganze sehr weit treiben, können wir später nachher diskutieren. Für mich einfach ein Film, der auf ganz, ganz vielen Ebenen überzeugen kann und knapp von einem anderen Film für mich doch dann der beste Pixar-Film aller Zeiten ist, bisher zumindest. Okay, gut, dann haben wir jetzt drei Filme im Rennen. Ey, kennt ihr die Verschwörungstheorie, dass in Findet Nemo eigentlich niemand gesucht wird und dass Marvin einfach nur psychisch krank ist, weil Nemo heißt auf Lateinisch genau. Niemand. Genau, das meine ich. Genau, das wollte ich anspielen. Okay, gut, bevor wir reingehen, kurz wieder, was haben wir vergessen? Ich hatte tatsächlich zusammengeschrieben ein paar Snaps, falls ihr die nicht bringt, und beide, die ihr gebracht habt, waren auf meiner Liste. Ich habe noch ganz oben. Ja. Toy Story muss dabei sein. 100%. Incredibles könnte man noch nehmen. Und für mich ein Film, ich habe so hart überlegt, ob ich den nehme, ist Wall-E. Same. Oh, ich wollte gerade sagen, Wall-E sollte auch noch erwähnt werden. Soul, finde ich, könnte auch mit drin sein. Ja. Habe ich nicht gesehen bisher. Ich schäme mich. Wow, ich habe ihn nicht gesehen. Schauen. Das ist echt gut. Ja, I know. Schon sehr lange auf meiner Disney Plus Watchlist. Bin ich der Einzige, der findet, dass Pixar über die Jahre abgebaut hat? Bissl. Ja, schon. Ein bisschen, ja. Ja. Das stimmt. Also gerade unsere Filme. Ich bin zwar nicht der größte Fan von den Filmen aktuell. Das könnte sich auch wieder ändern. I don't know. Aber so in, keine Ahnung, so vor 10 Jahren, so in den 2010ern, war es schon sehr viel stärker. Ja, mein Film ist, meine ich, von 2005. Ja, also meiner ist 2008. Ratatouille ist 2008. Ratatouille war, glaube ich, der erste große Pixar-Film, der unter Disney rausgekommen ist. Mit kompletter Disney-Regie. Ja. Okay. Glaube ich auch, ja. Ganz kurz, wir Findet Nemo wahrscheinlich, ist 2003. Nemo war einer der ersten tatsächlich. Ja, ist der älteste von allen. Und sieht immer noch so gut aus. What the fuck? Ich kann schon mal direkt sagen, weil wir gehen jetzt wahrscheinlich rein. Beide Filme, die ihr genommen habt, sind so die einzigen. Ja, okay, nee, Cars jetzt nicht so, aber sind beides nicht unbedingt Filme, die ich extrem, extrem mag. Mhm. Deswegen, ich habe keine Ahnung, also ich bin mal gespannt, was ihr hier jetzt raushaut, weil. Ja, das ist ein Ding, wo ich wirklich auch gar keine Ahnung habe, was ich da lieber mag. Ich hätte Toy Story oben meilenweit vor den beiden gesehen. Okay. Aber okay, ihr habt die genommen. Also ich kann sagen, Dead Justice muss bei mir auch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten als Elias, aber ich bin offen für alles. Also generell, ich finde Pixar-Filme generell alle so auf einem sehr hohen Level, sowohl Cars als auch hier Ratatouille. Also bin gespannt auf eure Argumente. Ich kann dir auch direkt schon mal sagen, Ratatouille hast du mit 4,5 Sternen auf Letterboxd bewertet. Cars nicht. Das ist schon mal eine Ansage. Also Cars habe ich, glaube ich, gar keine Sterne gegeben. Das kann sein, echt ja. Jetzt? Wow. Cars habe ich nur watched, weil ich habe den, das ist so lange her, dass ich den zum letzten Mal gesehen habe, dass ich da mich nicht traue, eine Sternezahl zu geben, weil das einfach schon zu verrostet ist. Also, ja, kennt ihr das? Ja, wisst ihr, was ja, ich ja, meine? Ja, ja. Safe, ja. Warum habt ihr euren Also du musst warum habt ihr euren muss auch ein bisschen Auffrischungsarbeit stattfinden. Sorry. Ja, alles gut. Warum habt ihr euren Film genommen? Was ist so das Hauptargument? Also ich habe mich für Findet Nemo entschieden, weil das ist einer der einzigen Pixar-Filme, von denen ich seit der allerersten Sichtung, die schon sehr lange her ist, weil der Film ist ja älter als ich, habe ich direkt gesagt, boah, so geil, das gefällt mir einfach. Es ist ein Film, der hat nicht 100.000 Action-Szenen, der hat extreme Tiefgründigkeit und ich finde halt das Set, also ich finde, es sieht so gut aus. Der Ozean sieht mega aus. Kann man jetzt bei Ratatouille auch sagen, und bei Cars, sie haben alle krasse Visuals. Aber mich beeindruckt das einfach. Und ich finde das so gut gestrickt, weil der Film besteht eigentlich aus hauptsächlich ja Nemos Vater, so ein Drittel Nemo und dann noch so ein bisschen Dory. Und das war's, you know?
Und ja. Also da gibt's nicht so viele Figuren. Es gibt halt noch die Buddies da halt in dem Fischtank drin und die komische mit den Zahnspangen da. Aber that's it eigentlich. Die sind nicht so krass wichtig für den Plot. Weil da geht's eigentlich nur drum, yo, Nemo ist zu weit weggekommen, ist abhanden gekommen. Und sein Vater, Marlon hieß der, glaube ich, oder? Marvin. Ja. Marvin, der muss den suchen und ist auf einer Reise à la Herr der Ringe oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Und ich finde das einfach krass spannend. Ich mag solche Reisefilme. Ich liebe Herr der Ringe, ich liebe Nemo, ich liebe, kein Plan, you name it, Reisefilme. Mad Max Fury Road, ist alles cool. Ich mag das. Weißt, wenn so verschiedene Tasks gibt und die so nach und nach auf die Hauptfigur zukommen und der muss die erledigen und dann kommt Dory und dann gibt's die Haie und dann gibt's die Schildkröten und dann gibt's den Wal und die Quallen und so weiter. Übrigens, die Quallenszene ist mega hübsch. Und es ist einfach, ich arte eh schon aus mit meinen, also ich laber schon wieder ewig lang, aber der Film ist so tiefgründig und so relatable, vor allem der Vater, der ist einfach nur verzweifelt und will seinen Sohn sehen, so, you know, und dafür überwindet er sich und traut sich so viel Dinge zu tun und öffnet sich für die Welt und der hat schon ein bisschen Anxiety so. Und eben, man kann es noch weiter treiben mit blablablub, der hat, keine Ahnung, irgendwelche Krankheiten oder sowas und das Ganze ist eingebildet und das ist eine Kritik auf das und das, also das kann man sehr weit treiben. Und für mich zeigt es einfach, dass der Film extrem viele Schichten und Ebenen hat, bei denen man einfach reden und diskutieren kann. Und das gibt's nicht mehr so oft, dass man einen Film so, da kann man einfach auf so vielen verschiedenen, ja, Ebenen besprechen kann. Die Szene mit Punkt. Den Haien noch legendär. Ja. Ja, generell. Weil du, habt ihr dieses Meme gesehen mit den drei Haien, wie sie so nebeneinander sind und so grinsen und drüber naja. Sind so die Bilder von Cumberbatch, Tom Hiddleston und Tom Hardy, glaube ich. Keine Ahnung. Die schauen halt wirklich so aus. Voll witzig. Ja, ja. Voll am Rande. Okay. Bühne frei für einen von euch. Bitteschön. Ich würde übernehmen. Ja. Also erstmal, ich find's cool, dass du einfach zum Filmschauen Sichtung sagst. Das ist auch ein Move, aber okay. Also immer, wenn ich Ratatouille sichte, finde ich so cool, dass es einfach ein Film ist, der nicht nur für Kinder ist. Und ich habe das Zitat hier jetzt nicht mit reingepackt. Ich habe zwei Zitate gehabt von Walt Disney und ich wollte eins von beiden mit reinnehmen. Ein anderes, das werde ich vielleicht heute auch nochmal benutzen in der Aufnahme, ist... Warte, jetzt muss ich hier kurz gucken. Ich mache keine Filme nur für Kinder, ich mache sie für das Kind in jedem von uns, sei es 6 oder 60 Jahre alt. Und das Zitat passt halt 100% auf Ratatouille, weil ich habe das letzte Mal Ratatouille gesehen, ich glaube vor 2-3 Wochen, irgend sowas. Und ich finde den Film heute, finde ich den 1000-mal besser als früher noch, obwohl ich den früher schon geliebt habe. Weil es halt einfach wirklich so ein einfaches Thema ist. Das heißt, hat Alex ja gerade auch schon gesagt, dass es halt mal kein Kampf oder keine Action ist. Aber ich finde, bei Ratatouille ist es noch mal krasser, weil bei Nemo ist es halt eine Reise durch den Ozean und er sucht irgendwie seinen Sohn. Und bei Cars sind es Rennautos. Sind auch so Dinger, die so Kinder halt cool finden, die auch irgendwie so actionmäßig sind. Aber in Ratatouille, du siehst halt wirklich einfach den ganzen Film nur, wie jemand kocht und Ich finde solche Filme, in denen es um Kochen geht, immer cool. Vielleicht habe ich da so einen kleinen subjektiven Faktor jetzt sehr stark mit drin. Elias aber, Fetisch. Ja, vielleicht. Aber nee, ich finde den Film einfach so krass, weil er umso älter man wird, nochmal besser wird. Und er einfach so, so einfach ist und trotzdem so viel Spaß macht. Diese Bindung, die zwischen Remy und, wie heißt der? Ich weiß gar nicht, wie der heißt, Gaston, irgend sowas. Gaston ist schön und das Biest. Ah, stimmt, scheiße. dieser Koch Gusto, auf jeden Fall. Gusto ist dieser Gusto. Der dicke Koch, der... Ja, das ist der... Stimmt. Und ja, das ist ja dann der Chefkoch da. Ja, und das ist dann sein Sohn, deswegen nennen die ihn dann auch manchmal so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was die Bindung, die zwischen den beiden da entsteht, finde ich halt super, super cool. Und es wird halt auch einfach so viel... Linguini. Linguini, genau, ja, wie die Nudeln, genau. Boah, voll der Negativpunkt, ja, der kennt nicht mal seine Charaktere.
Ja, gut. Ja, gut. Ich habe auch nicht den Namen von Nemos Vater direkt gewusst. Okay, es ist aber halt auch ein Film, es ist auch ein Film, der lebt nicht von seinen Charakteren oder sonst was, sondern einfach von diesem Feeling, was dabei entsteht. Und diese letzte Szene, wo dann Le Fastin heißt das Theme, glaube ich, oder das Lied, glaube ich, wo die dann am Ende ihr neues Restaurant aufgemacht haben und dann da die Ratten auf Rollschuhen fahren und so Sachen servieren. Ey, es ist so eine schöne Szene. Keine Ahnung, Ratatouille, es ist so, so simpel und einfach und für mich deswegen so gut. Hast du The Menu gesehen? Nee, noch nicht. Auch schon seit Ewigkeiten. Was gibt's denn so für berühmte Kochfilme? Also einen, den ich noch super, super gut finde, ist, boah, jetzt weiß ich auch nicht, wie, entweder A Thousand Foot Journey oder 500, irgend sowas. Da geht's darum, dass eine indische Familie nach Frankreich zieht und dann dort mit so einem französischen Restaurant konkurriert. Auch super, super stark. Okay, schaust du die Serie, die aktuelle Serie The Bear? So eine Kochserie, die ist halt mega krass. Da kommt jetzt gerade Seasons, also das ist eine der gehyptesten Serien aktuell. Da geht's auch ums Kochen. Ah, ja, auch schon seit Ewigkeiten auf der Disney Plus Watchlist, ja. Aber okay. Also ja, der echte Elias Movie Planet hat jetzt irgendeinen Film über Frauenrechte rausgehauen. Na gut. Wer bist du? The Justice mit dem zweiten Computer. Ja, hau raus. Cars, ja. Ich habe überlegt, ob ich Wall-E nehmen soll und ich habe überlegt, ob ich Oben nehmen soll. Das waren so meine drei auf der Liste. Mhm. Oben hat es bei mir nicht geschafft, weil ich die Story zu simpel fand. Ich finde Cars sehr schön, weil es sehr komplex ist, weil es sehr, sehr viel ist. Du hast in jeder Ecke so viele Details. Du hast einfach einen Hippie-VW-Bus, du hast so ein Militärauto, du hast ein Oldtimer da oder eine Oldtimerin da rumfahren. Du hast dann noch so ein altes Rennauto, Doc Hudson, der sich dann als, oder man weiß nicht, dass das ein Rennauto ist, aber der entpuppt sich dann als eine der größten Legenden des Rennsports. Und generell, wenn wir über Visuals in Nemo sprechen, alle Szenen im Stadion, bei der Rennbahn, die sind Wahnsinn. Und du hast einfach Lightning McQueen, der einfach mit jeder einzelnen dieser Figuren interagiert. Es gibt wirklich keinen einzigen, den er auslässt. So zwei Stars für mich auch, Luigi und Guido mit ihrem Reifengeschäft, wie sie ihm dann weiße Reifen geben und ihn neu lackieren und alles. Und er geht da wirklich durch dieses ganze kleine Städtchen und macht einfach so eine riesengroße Entwicklung durch. Und Hook überhaupt, über den habe ich noch gar nicht geredet, Schande über mein Haupt, der eigentliche Star des ganzen Films, so liebenswert. Und man muss ihn nochmal vor Augen führen, es sind verdammte Autos, die Augen statt Windschutzscheiben haben. Und irgendwie einen Mund vorne bei der Stoßstange. Und du hast halt, jeder von denen hat seine eigene Persönlichkeit. Du lernst jeden kennen. Du bekommst die Geschichte vom Dorf mit oder von dieser kleinen Stadt. Da steckt überall etwas drin. Für jedes kleine Detail wurde sich was überlegt. Und ich finde, das ist unerreicht in fast jedem Disney-Film. In jedem Pixar-Film. Wobei, Disney kann man auch drüber reden, aber in jedem Pixar-Film auf jeden Fall. Boah, da würde ich sagen, dass das bei Ratatouille genauso ist. Da ja, genauso. Bei Nemo auch, obwohl es bei euch zwei natürlich mehr Spielraum gibt für Details, weil halt Nemo großteils einfach Wasser ist. Du hast bei Nemo ziemlich die Beschränkung auf die Hauptcharaktere und das finde ich ist jetzt nichts Schlechtes. Nicht jeder Film muss so komplex sein. Ich finde nur bei Ratatouille bist du recht beschränkt auf das Restaurant und dann halt so ein paar wenige Szenen draußen. Und ich finde es bei Cars so krass, die Welt wirkt da einfach so groß. Ja gut, das ist aber auch einfach dem geschuldet, dass es Autos sind und die halt rumfahren. Natürlich, so. Natürlich. Smart. Also, so, gut. Aber ich meine jetzt so... Auch, ja. Ja. Aber, mach du hast Zeit. Du hast bei Cars, du hast verdammte Traktoren, die Kühe sind, wo sich Hook und Lightning McQueen einen Spaß draus machen, die anzuhupen, dass die sich erschrecken und umfallen. Und dann der Stier, der da kommt, um die Traktoren zu verteidigen, ist ein verdammter Mähdrescher. So, besser kannst du es nicht machen.
Aber was ich gemeint habe mit bei Ratatouille ist mindestens genauso viel Detail mit drin. Alleine, dass dieser Restaurantkritiker da am Ende des Ratatouille ist und dann ein Flashback bekommt von seiner Kindheit, dass du diesem Charakter so nochmal so eine gewisse Emotionalität gibst und dann, das ist zwar nicht bestätigt, aber halt sehr wahrscheinlich, dass Remy das Kochen erst gelernt hat, weil er halt das Kochbuch von seiner Mutter damals geklaut hat. Ich finde, das sind solche kleinen Dinger, ey, wie detailverliebt und schön kann denn was sein? Weil das ist ja eigentlich nicht nötig. Ja, Das Essen könnt ihr auch einfach schmecken, fertig. natürlich, das ist richtig gut gemacht, aber ich finde, in Cars hast du das genauso. Da hast du dann zum Beispiel Sally, die früher Anwältin war und dann einfach liegen geblieben ist auf der Straße und du die eine ganze Story dazu erzählt hast. Du hast Doc, der im Geheimen ein ehemaliges Rennauto ist. Du hast dann noch die Szene, legendär finde ich, wo er nochmal seine alten Reifen auspackt und nochmal auf der Staubstrecke den Drift hinlegt. Du hast den Sheriff, der, obwohl er so generisch wirkt, einfach dieses perfekte Abbild ist und perfekt in diese Story reinpasst. Das ist einfach so ein Kleinstadt-Sheriff, so richtig streng und so, hat eigentlich richtig genervt von allen, die so Blödsinn machen, aber trotzdem, der ist halt da, der gehört dazu und jeder ist froh, dass er da ist. Aber hat Cars ein Gericht, das einzig allein für den Film erfunden wurde und seitdem besteht? Weil die Warte. hätten in Ratatouille auch einfach irgendwelche Spaghetti nehmen können. Aber das Ratatouille Ratatouille-Gericht gibt wurde es doch nicht doch. für den Film geworden, oder? Ratatouille Nee, gibt also es schon lange. ich habe gelesen, dass die Art von Ratatouille, wie im Film vorkommt, dass es so, also dass es Ratatouille eigentlich ein bisschen anders ist. Und also, dass es so, wie es im Film vorkommt, ist jetzt nicht wirklich bekannt gewesen und seitdem schon. Das kann sein. Auch Ratatouille gibt es schon, aber das kann sein, dass so Ja, diese klar, Art, das aber kann halt so, sein. wie es heißt, wie sie es halt mal, you know, mit der Form und wie sie das Zeug aufschneiden und bla bla, wie sie es anrichten und so. Boah, danke fürs Tag-Team hier. Wird doch noch von der anderen Seite Bitte. supportet. Okay, Nemo ist schon raus, ich kann nicht mehr für Nemo voten. Oh Mann. Nee, Ratatouille war sehr, sehr lange ein Arme-Leute-Gericht. Also das gibt schon ewig. Mir ist, by the way, das wollte ich vorher sagen, hab's vergessen, noch ein Reisefilm eingefallen. The Green Knight. Stimmt, darauf wollte ich auch vorher kurz eingehen. Ich finde, weil du hast gesagt, du liebst solche Reisefilme. Bei mir, es kann sein, dass ich, keine Ahnung, dass es ist, weil ich auch, als ich klein war, zu viel Fernsehen geguckt habe, keine Ahnung. Aber irgendwann, als ich 10 Jahre alt war oder sowas, konnte ich mir solche Reisefilme irgendwie nicht mehr anschauen, weil ja wirklich, also bei Kinderfilmen ist ja wirklich 95% aller Kinderfilme sind so ein Komm, wir gehen raus auf ein Abenteuer. Und dann halt Ja, immer dieses, ja. oh, da ist ein Gegner und es geht weiter. Und das, weil, konnte ich irgendwann nicht mehr sehen. J.J. Und gerade Abrams ist deswegen, grüßen. ja. Und genau deswegen finde ich solche Sachen wie Ratatouille so cool, weil es einfach eine Abwechslung ist und mal Ja, was ganz anderes. klar. Ich finde, verstehe ich bei voll. Ratatouille ist es schön, dass es so geschlossen wirkt und so banal. Und Ja. bei anderen Filmen ist es einfach schön, dass die mal so ein bisschen extravagant sind. Zum Beispiel bei Cars, wo du dann dir wirklich mal die Mühe nimmst und durch diese Landschaft fährst und dir die Autobahn anschaust und die Landstraße und wo die Autos dann auch erzählen, dass ja, die Autobahn, das ist nur sowas, wo man schnell vorbeifährt. Bei der Landstraße, da war Liebe drin. Also einfach diese Extravaganz zur Animation, zur Geschichte, zur Welt und so weiter. Und bei Ratatouille ist das einfach nur die Küche und die Ratte. Ja, gut, Es ist, oha. nein, nein, ich find das wirklich schön umgesetzt, dass es wirklich nur die Küche und die Ratte ist. Dass du es Also so zum Beispiel so banal ein machst. Du sagst halbes es richtig an, ja. Kammerspiel irgendwie fast schon. Ja, Ja. 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 Safe, ja, das auf jeden Fall. Da Also. will ich noch hinzufügen, dass bei Nemo, also generell, Animation ist hier schon schwer, dass etwas realistisch aussieht und nur so am Rande Wassersimulationen sind noch schwerer. Und der Film ist aus 2003 und sieht immer noch gut aus. Und was kam denn noch so in 2003 raus? Keine Ahnung, aber fuck it, der Film sieht besser aus als ein Großteil der anderen Animationsfilme, die es gibt. Ich habe mal Safe, eine das Frage. gebe ich dir. Fallen euch bei den Filmen Cars, Ratatouille, Nemo Dinge ein, wo ihr sagt, boah, die finde ich so richtig, richtig schlecht? Weil ich muss sagen, mir fällt nichts ein. Nee, eigentlich nicht. Also ich finde Nemo halt einfach ein bisschen langweilig. Also es kann sein, dass es dadurch kommt, dass ich einfach so eine Art Filme nicht so mag.
Und ich persönlich, das ist auch ja nur ein Ding von mir, mich hat dieses Auto-Ding hat mich nie zu 100% gecatcht. So. Also, same. Also ich weiß bin auch ich kein, nicht. Ich bin auch kein Autotyp, aber ich finde den Film trotzdem genial. Also ich finde den Film auch super gut, aber ich weiß nicht, mich hat dieses, dass es alles Autos sind, also es, normalerweise ist es ja so, wenn du zum Beispiel einen Pixar-Film hast, wo dann Tiere wie Menschen sind, dann sind diese Tiere für dich halt wie Menschen, so du fühlst mit denen gleich mit und sowas. Das hatte ich bei Cars halt nicht, dass ich mit denen so mitfühlen konnte, als wären es als Menschen. Dann musst du es aber ehrlich es ist halt auch einfacher, ein Lieblingstier zu haben, als irgendwie so ein Lieblingsauto. Weil ich glaube, da muss man einfach wirklich interessiert sein, weil ein Großteil für mich ist halt Auto und Auto. Ich mach da nicht wirklich viele. Ich kann schon sagen, okay, ist ein Ferrari und das ist ein Lamborghini und so, aber Bruder, ob es jetzt ein VW oder ein Opel ist, ist mir auch wurscht. So, you know? Ich bin auch absolut kein Autofan, aber darum geht es in Cars ja auch überhaupt nicht. Na, eh nicht. Nee. Ich bin auch kein großer Autofan und habe Ford vs. Ferrari 9 von 10 gegeben. Also so ist es, ne? Aber der war krass, ne? Ja, I guess man muss einfach das fühlen, you know? Es ist bei Nemo genau gleich. Elias findet den langweilig, ich finde den nicht langweilig. Mein Gott, wir haben halt einen anderen Filmgeschmack. Aber um das geht's ja, dass wir diskutieren und sagen so, you know, also die Mehrheit von uns dreien, die sagt so, yo, der eine Film, der ist es. Was sind denn so eure Lieblingsszenen aus den Filmen? Also ich habe ja meine schon gesagt, das ist auf jeden Fall, die letzte Szene, oder ist es nicht die 100% letzte, also eine der letzten, wo die dann ihr neues Restaurant aufmachen und dieses, ich glaube, es heißt Le Festin, aber ich bin mir nicht sicher, im Hintergrund spielt. Und das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, diese Szene, wo wo Remy und Linguini das erste Mal zusammen kochen, oben in seinem Apartment, im Apartment von Linguini, üben die dann, wie man so zusammen kochen kann. Und am Ende schwenkt die Kamera dann so ganz leicht nach oben, man sieht den Eiffelturm im Hintergrund und so. Ist schon nicht schlecht. Du, der Justice? Ich bin recht unentschlossen, weil ich finde, Cars hat so viele, so geniale Szenen. Ich finde, eine gute Szene ist, wenn Lightning McQueen wirklich mit Sally losfährt, einfach nur über die Landstraße. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist aber tatsächlich dann der Run von Doc Hudson über diese Staubstrecke. Das ist einfach, es ist plump, es ist total einfach, es ist überhaupt nicht komplex. Es ist einfach nur eine Legende, die nochmal über die Staubstrecke fährt. Keiner sagt was, du hast keine großen Dinge zum Nachdenken, du siehst einfach nur dieses Auto, wie es über die Strecke fährt. Und ich bin kein Rennfan, aber trotzdem fand ich die Szene krass. Vor allem in Kombination mit einer Szene, die vorher war, wo Lightning McQueen die Erlaubnis bekommen hat vom Sheriff der Stadt, dass er trainieren darf, weil er wird ja dort, durch das Gericht wurde er dort eben festgenommen. Er ist so quasi ein Gefangener dort und darf dann mit der Polizeieskorte auf die Staubstrecke und trainieren gehen. Und Doc Hudson sieht, dass Lightning McQueen sich auf dem Staub und bei der Kurve so richtig, richtig schwer tut und sagt dem Sheriff dann, er soll sich freinehmen und er schaut auf ihn, er schaut schon, dass er nicht abhaut. Und er geht dann zu Lightning McQueen hin und gibt ihm so Tipps, wie er diese Kurve machen kann. Und Lightning McQueen denkt sich so, was will dieser alte Opa von mir? Der hat doch keine Ahnung, ich bin hier das Rennauto. Und dann später siehst du Doc Hudson einfach, wie er diesen Drift hinlegt. Das ist purer Genuss. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, und bei mir, also ich habe so drei Szenen, obwohl ich sagen muss, dass eine sich krass abhebt. Die sich krass abhebt, ist die Quallenszene, weil die sieht einfach mega aus. Die ist spaßig, die ist verspielt. Und die ist auch smart, weil bei anderen Fischen wird das nicht funktionieren, aber Clownfische sind immun gegen Quallen und gegen Gift und gegen Korallen. Also das ist auch irgendwie smart. Und noch die zwei anderen Szenen, ich finde der Joke am Schluss, so als die anderen Fische so in ihren Plastikbeuteln da im Meer treiben und sind so, yo, und jetzt? So, finde ich schon witzig. So, you know, jetzt sind wir immer noch im Beutel, wow. Und ich finde die Möwen auch witzig, die ist meins. Ey, Muss ich nachher auch noch den Witz, den muss ich bringen, wenn wir uns für die Filme entscheiden, muss ich bringen, meins. Elias, hast du so einen Lieblingsjoke aus deinem Film? Da gibt es ja auch den einen oder anderen, oder? Ja, in ein oder anderen schon.
Boah, vielleicht der betrunkene Linguini mit der Sonnenbrille auf, der dann mit dem, boah, wie heißt der Chefkoch, mit dem Chefkoch redet. Ja. Und dann fragt der Chefkoch ihn irgendwie so, wie hast du das gemacht oder so. Und er gibt ihm nur so einen Daumen hoch und er rastet halt voll aus. So. Und ja, das will ich gleich nehmen. Ja, ich finde diesen einen blonden Heinz oder Karl, ja, irgendwie so heißt, den finde ich auch mega witzig. Der ist auch krass, ja. Bei mir ist es, also man könnte jetzt denken, so alles mit Hook, der absolut der witzige Charakter ist. Aber also für mich, finde ich, ist einfach Bully, der Scene-Stealer in manchen Szenen. Es gibt so eine Szene, wo Lightning McQueen dann so im Schnelldurchlauf, das ist so eine Timelapse fast, wo er bei jedem einmal dabei ist, der lässt sich von dieser Oldtimerin die Sticker aufkleben, die da so diese Touristensticker verkauft. Der lässt sich so die Reifen machen von Guido und Luigi und lässt sich von Miguel dann neu ansprayen, was so der große Höhepunkt der Szene ist. Aber es gibt so eine Szene, wo Lightning McQueen diesen Biosprit probiert von Bully. Und er sagt so, wow, der ist super, warum habe ich davon noch nie was probiert? Und Bully ist einfach so eine Legende, so der Überhippie, der dann sofort zu erzählen beginnt, weil eine fucking Verschwörung am Laufen ist, Mann. Also Bully ist einfach... Bully in jeder Szene ist einfach genial. Und ich finde im zweiten Teil, ich nehme den zweiten Teil jetzt nicht als den besten Film mit rein, ich will es nur gesagt haben, im zweiten Film noch eine schöne Szene mit Bully, wo Lightning gefragt wird, ob er weiterhin mit diesem vermeintlich gefährlichen Sprit fahren möchte, ob er noch weiter mit dem Sprit fahren möchte, mit dem einige Autos explodiert sind. Sagt Lightning so, hey, mein Freund Bully hat gesagt, das ist voll okay und deswegen fährt er damit. Also es ist Bully ist so der heimliche Star im Hintergrund von dieser ganzen Serie, von diesem ganzen Film. Safe, ja. Nice. Gut. Habt ihr noch was, was ihr zu eurem Film sagen wollt, oder wollen wir Richtung Abstimmung gehen? Ich würde schon Richtung Abstimmung gehen. Okay. Ich kann nur noch mal als Abschluss... Nee, ich lasse es. Ich habe am Anfang gesagt, ich muss nicht viel sagen, ich lasse es. Ich vertraue auf euch. Ich glaube, ihr trefft die richtige Wahl. Ich würde nochmal sagen, für alle, die eventuell einen dieser Filme nicht gesehen haben, schaut euch wirklich alle drei Filme an, die muss man gesehen haben. Ja, safe. Auf 100%. Jeden Fall. Und auch die anderen Picks, die wir gesagt haben. Schaut Wall-E, schaut oben. Wenn ihr das nicht kennt, das ist Top-Tier-Animation und Filmmaking aus den letzten 20 Jahren. 100%. Was waren eigentlich eure drei Cases, mit denen ihr reingegangen seid? Mein erster war Ratatouille, zwei war oben und drei war Toy Story. Okay. Meine drei waren Nemo, Ratatouille und Wall-E. Okay. Was ist das deine? Ich hab's vorher schon gesagt, meine waren Cars, Wall-E und oben. Okay. Also ich glaube, Wall-E und oben haben wir sind ja hart gescammt worden. Dann haben wir fünf Fall. Filme und also fünf verschiedene Filme, aber alle drei haben... Ah, na, Toy Story. Ah, okay. Egal. Okay. Gut, dann schreiben wir wieder auf drei rein und dann schließen und vorlesen, ja. Drei, zwei... Warte, okay. Ohne hinschauen, oder? Eins und go. Go. Okay. Wir haben es die letzten Male immer falsch gemacht. Eigentlich muss ja immer... Ist der Letzte, der angefangen hat vorzustellen. Also... Wer war der Letzte? Der muss jetzt anfangen. Der Justice. Nein, du warst der Letzte. Ich? Ja. Ah, ja, stimmt. Bro. Hä, ich sage jetzt meinen Pick. Genau. Okidoki. Ja, ich hab Ratatouille auf der 2, drum muss ich auch mit Ratatouille gehen. Der ist mega, ich finde den unglaublich animiert. Ich finde die Musik richtig krass. Ich habe den Film, ich muss zugeben, erst einmal in voller Länge gesehen. Ich habe sehr oft so, so Schnipsel im Fernsehen und so gesehen. Aber so in voller Länge habe ich mir den erst vor, knapp einem Jahr ungefähr angesehen für meinen Adventskalender letztes Jahr. Und ich war direkt auf mindestens 9 von 10. Und das ist bei mir sehr selten. Und ja, ich finde den einfach bezaubernd. Der fühlt sich wie... I don't know, da gibt's so ein Comfort-Feeling irgendwie und es ist mega simpel und ich koche selber auch mega gern und mega viel und esse gern und finde die Figuren lustig, ich finde den Humor extrem witzig und er sieht toll aus und die Thematik liegt mir drum,
muss ich mit Ratatouille geben. Und selbst wenn ich Cars cool finden würde, der liegt schon so lang zurück. Da müsste ich zuerst noch mal eine Sichtung durchführen, damit ich da wirklich das abwägen könnte. Aber ja, mein Herz schlägt einfach für Ratatouille. Und ich denke, wenn ich Cars so toll finden würde, hätte ich den auch schon längst wieder mal angesehen. Ah, okay. The Justice? Vielleicht kleine Anekdoten zu beiden Filmen. Bei Nemo hatte ich früher als ich noch jünger war, hatte ich übertrieben Angst vor dieser Walszene, wo sie verschluckt werden. Und bei Ratatouille, den mochte ich am Anfang tatsächlich gar nicht, als ich noch jünger war. Und dann habe ich ihn, also ich glaube 2015, 16 habe ich ihn gesehen und mochte ihn nicht so. Und 2018, 19, 20 habe ich ihn nochmal gesehen und dann erst gemerkt, was für ein Baba-Film das eigentlich ist. Ich habe mich dann jetzt aber für Ratatouille entschieden, weil das für mich einfach es ist einfach, ich weiß nicht, es ist so eine simple Story, so hochqualitativ umgesetzt und das ist fast unerreicht bei so simplen Dingen. Gut, wir haben auf jeden Fall einen richtigen Gewinner, das freut mich. Ich habe schon wieder verloren. mein Pick ist, und ich finde es illegal, dass du die Szene nicht mal angesprochen hast, ist Cars. Und dass du die erste Szene mit I Am Speed nicht angesprochen hast, war hart. Oder hier, wie heißt der da die Reifenwechselszene und sowas. Also, weiß ich nicht. Aber ja, nee, ist Cars. Ich liebe Cars zu sehr. Es war so viel, ich konnte nicht alles machen. Ich bräuchte ja, so viele Minuten, wie der Film hat, so viele Minuten bräuchte ich, um jede einzelne Szene durchzugehen, weil jede einzelne Szene ist wirklich perfekt umgesetzt. Ja. Auch wenn er nicht gewonnen hat. Ihr nehmt nie meine Filme. Da ist eine fucking Verschwörung, Mann! Ich hab überlegt. Letztes Mal hast du aber meinen Pick bekommen. Ich hab überlegt, aber ich konnte nicht. Ja, ja. Ich konnte nicht. Es war knapp. Alles gut. Ihr habt ja recht. Es ist schon ein Verbrechen, dass Nemo so ohne Stimme rausgeht. Aber was soll man? Ja, das stimmt. Es ist letztens auch Batman dann, ohne Stimme rausgegangen, oder? Ja, das war das Schlimmste überhaupt, ja. Gut, dann haben wir ein Ergebnis. Dann Ratatouille ist der beste Pixar-Film. Ja. Jetzt müsste man noch ein Duell machen. Ratatouille gegen, was hat gewonnen? Kung Fu Panda. Was ist besser? Stimmt. Was würdet ihr nehmen? Wir haben sag das noch nicht, dann machen wir eine Folge drüber. Oder macht noch ein irgendein Animationsstudio und dann müssen drei Leute quasi die drei verschiedenen Filme vertreten. Ja, ja. Das wäre interessant. Was ist das beste Animationsstudio? Bonusfolge. Oh. Ja. Bonusfolge, ja. Okay, dann haben wir eine gute Idee noch mitbekommen. Stimmt, wir haben beim letzten Upload, den wir gemacht haben, auch vergessen, die Community-Abstimmung zu machen. Da müssen wir jetzt hier dran denken. Ich bin gespannt, was da gewinnt. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schreibt unbedingt in die Kommentare, welchen Film ihr genommen hättet und wer euch hier noch gefehlt hat. Ja, schaut unbedingt bei 60 Sekunden Kino vorbei für 60 Sekunden Reviews. Danke. Und ja, dann würde ich sagen, lasst gerne auch Like, Abo und so weiter da. Und habt ihr noch was zu sagen? Schreibt Hate-Kommentare unter Elias Videos. Ja, bitte spammt Elias zu. Hashtag Kung Fu Panda. Hashtag Cancel Kung Fu Panda. Sowas. Ja, boah, das ist der übertriebene Hate. Okay, ja, Hashtag How to Train Your Dragon. Und dann so eine Kronen-Emoji. Ich weiß welchen Hashtag. Hashtag komm mal runter. Nimm das nicht so ernst, Bruder. Hashtag, ey, das ist eine fucking Verschwörung. Gut, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.